Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Wizards Unite. Heute mit dem neuen Brillant-Event am Start und Professor McGonagall hat etwas zu sagen. Ah, da bist du, Wolverine. Oh Gott, wieso habe ich mich Elsa Wolverine genannt? Oh Gott, das ist irgendwie gerade creepy, aber okay, sei es drum. Es gibt eine wichtige Aufgabe für ein fähiges Mitglied der Angreiftruppe und Ministerin Granger hat dich wärmstens empfohlen. Oh, Hermine ist also Ministerin. Nice. Ja, stimmt. Ich erinnere mich so ein bisschen. Im verwunschenen Kind war es ja, glaube ich, auch so. Okay. Soweit, so gut. Es scheint, als hätte das Desaster den Hogwarts-Express entführt. Wir wussten nicht, dass es etwas so Großes stehlen kann. Und das Timing ist furchtbar, da das neue Semester beginnt. Natürlich müssen wir ihn vor Beginn des Semesters zurückhaben. Bitte widme diese Angelegenheit deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ja, gut. Aber wenn ich mich gerade so umgucke, ist hier, glaube ich, gerade überhaupt nichts von dem Event. Was ein bisschen schade ist. Weird. Oh, okay. Brillantes Event. Zurück nach Hogwarts. Das brillante Event zurück nach Hogwarts beginnt jetzt. Das Desaster hat Hogwarts findbare Gegenstände entwendet, was den Semesterbeginn in Gefahr bringt. Ja, alles klar. Gegenstände entwendet, was den Semester... Ja, das hatte ich schon. Schließe Spezialaufträge ab, um Bücher aus der verbotenen Abteilung und Anpassungen der Passbilder für den Ministeriumsausweis zu verdienen. Ja, das war schon die ganze Zeit so ähnlich, aber hier ist echt nichts. Null Komma nichts, nichts, nothing. Register. Ja. Events. Ich gucke einfach mal. Wow, okay. Hier gibt es eine ganze Menge. Die Dame mit den Süßigkeiten zum Beispiel. Der Zug vom Hogwarts Express, also die Dampflok. Okay, cool. Also das sieht wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Brillante Tore von Hogwarts und brillantes Gleis 9¾. Auf King's Cross natürlich. Na gut. Aber hier ist trotzdem nichts. Es ist schade. Ich guck mal schnell, was das hier ist, weil ich einfach fantastische Tierwesen toll finde. Oh, ein Babynüffler. Hat zwar jetzt nichts mit dem Event an sich zu tun, aber ich möchte trotzdem dieses kleine Babynüfflerchen retten. Und da hat der Fundwächter widerstanden. Ah. Blöd nur, dass wir dadurch ein bisschen Zauberenergie verlieren. Oh nein, das Babynüfflöchen ist weg. Mist. Mist, Mist, Mist. Das ist echt blöd. Und ich warte erstmal, bis ich irgendwas Eventbezogenes finde. Das wurde auch mal Zeit, dass irgendwie mal was auftaucht. Also lasst uns schauen, was hier sich verbirgt. Und es ist, okay, eine Gryffindor-Schülerin, die ein richtig, richtig heftiges Problem hat. Es erinnert mich übrigens, also diese Stelle mit dieser Blubberblase und dem Schwimmen, so ein bisschen an den Film, naja, wo Jennifer Lawrence mitspielt. Da gibt es irgendwie so einen futuristischen Film, wo sich Menschen quasi in einen Winterschlaf begeben, um dann irgendwie Jahre später aufzuwachen, um eine Kolonie eines anderen Planeten zu sein. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Film heißt, aber das erinnert mich voll daran, weil so ähnlich sieht das da aus. Und ich würde lachen, wenn diese nette Gryffindor-Schülerin gleich verschwindet. Aber wieso Bombarder bei einer Wasserblase? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Na gut, Wasser sprengen. Aber Wasser sprengt man doch nicht. Na gut. Immerhin besser als Wasser einzufrieren, weil dann hätte dieses junge Mädchen da definitiv ein größeres Problem. Und? Kriegen wir es jetzt endlich mal gebacken? Nein, natürlich nicht. Und da geht natürlich wieder unsere Energieflöten. Oh Gott, das ist so toll. Na? Gut, der Zauber war jetzt gar nicht mal so schlecht. Der war im grünen Bereich. Na komm schon. Ganz so schlecht sind wir doch gar nicht. Ich meine, okay, ich könnte natürlich auch einen Trank einsetzen. Okay, Leute, das machen wir jetzt einfach mal. Just for fun. Gut. Gut, das war jetzt schon fast an meisterhaft dran. Aber wie sagt man so schön, knapp daneben ist auch vorbei. Und holla die Waldfee, das war jetzt sowas von ein Fail. Und dieser Zauber war jetzt nicht sonderlich spitze. Und natürlich der, der jetzt nicht so spitze ist, funktioniert. Ich muss es nicht verstehen. Und irgendwie sieht das creepy aus, dieses Schimmern bei dieser Gryffindor-Schülerin. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich meine, gut, weil bei diesen magischen Kreaturen ist es ja ganz okay. Das ist ganz niedlich, aber irgendwie bei Leuten, ich weiß es nicht. Das war schon irgendwie bei Harry Potter so ein bisschen strange. Bei so Tieren und so weiter, Gegenständen habe ich irgendwie nicht so das Problem. Aber naja, bei richtigen Personen, das ist irgendwie ein bisschen weird. Was meint ihr denn? Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich tierisch interessieren, was ihr dazu sagt. Alles klar, jetzt haben sich also doch eine ganze Menge an Gegenständen von Wächter versammelt. Und ja, okay, es ist schon wieder die nette Gryffindor-Schülerin, die mich immer noch tierisch an den Film erinnert. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie dieser Film heißt, aber vielleicht weiß das ja jemand hinter euch. Ich kann ja mal googeln und ich schreibe es dann einfach mal in die Kommentare und pinne es an oder schreibe es in die Beschreibung. Mal gucken. Und okay, das ist weg, aber wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Etwas Abwechslung wäre natürlich auch nicht schlecht. Och nö, nicht schon wieder die Gryffindor-Schülerin. Aber gut, in Anbetracht der Dinge, dass wir 10 Fragmente insgesamt brauchen, um sie zu vervollständigen, ist das vielleicht doch nicht ganz so schlecht, dass sie etwas verhäuft auftaucht. Wobei ich tierisch auch gerne diesen Zug sehen würde. Also nicht Zug, also Zug ist jetzt zu viel gesagt, aber diesen Hogwarts Express, die Dampflok eben. Und oh Gott, die Ems ist total pitschnass. So, das haben wir jetzt erledigt. Dann haben wir hier noch was Schönes. Bitte mal was anderes, bitte. Hey, es ist unser netter Ravenclaw-Schüler, der gerade von einer Schlingpflanze relativ in Bedrängnis kommt. Aber das ist für uns kein Problem. Schön, dass es so flott ging. Und es ist immer noch total befremdlich, dass Leute eigentlich schimmern, weil okay, dafür brauchen wir also auch insgesamt 10 Fragmente. Naja, gut. Und hier haben wir noch Nummer 4. Oh Gott. Zweimal Gryffindor, zweimal Ravenclaw. Naja, warum nicht? Und diese Zauber war jetzt echt kacke. Aber vielleicht bringst du ja trotzdem etwas. Erfahrungsgemäß. Oh Gott, ich sag's ja. Erfahrungsgemäß bringen irgendwie die schlechten Zauber mehr als die guten. Es ist total komisch. Richtig weird. Aber es ist so. So. Den Schüler haben wir jetzt auch weggebracht und ich guck mal fix in mein Register rein.
Ups, nein, das war nicht das Register, aber hier. Genau, Events. Ja, so ein bisschen haben wir jetzt. Ja. Also, wir haben zweimal die Gryffindor-Schülerin und zweimal den Ravenclaw-Schüler. Von dem hier brauchen wir definitiv auch 10 Fragmente. Diese nette Süßigkeiten-Tante, da brauchen wir ein bisschen weniger, 3 Fragmente. Ich gehe jede Wette ein, das ist bestimmt der Hufflepuff-Schüler und das ist die Slytherin-Schülerin. Und ja, ich bin gespannt, was uns noch so ein bisschen begegnen wird. Und zum krönenden Abschluss werde ich einfach mal hier noch total random draufklicken. Es ist natürlich die Chadwick Cannon-Spielerin. Und ja, das soll jetzt für diese Folge auch schon fast gewesen sein. Ich möchte ein bisschen kurz halten diesmal, weil mein Internet ein bisschen weird ist und ich glaube, eine etwas kürzere Folge bekommt beim Internet mit dem Hochladen einfach ein bisschen besser. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Brillant-Event und ich bin natürlich auch gespannt, wie dann jetzt das nächste Brillant-Event wird. Ach ja, genau. Man muss ja auch immer hier klicken, um die Quests, also die Spezialaufträge zu vervollständigen. Ja, und genau, ich bin auch gespannt und freue mich in den Keks für das zweite. Und was war denn jetzt? Es hat gebrummt und da ist ein schöner, hübscher Mond. Naja, egal. Nichtsdestotrotz, ich danke euch fürs Reinschalten und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!